dass doch zu Streitigkeiten kommen kann in einer Freistunde. Und das gibt dann schon wieder Bedenken, ob man dann rausgehen soll, wenn man den Sachen nicht lieber aus dem Weg gehen will. Antreten einer Arbeitskolonne zum Häftlingsappell im Zentrum der JVA. Für die allermeisten ist Anstaltskleidung Pflicht. Die Qualität der Gefangenen geht schon sehr in Richtung schwierige Gefangene. Wir haben früher mehr so eine, ja, wenn ich das so sagen darf, eine durchmischte Gesellschaft hier gehabt. Wir haben hier tatsächlich nur noch eine ganz klare Negativauslese. Und was die Gewalt als solche angeht, da denke ich, darf man nicht die Augen davor verschließen, dass die jungen Leute, die wir hinbekommen, im Prinzip die Gewalt schon in den Köpfen haben. Die haben draußen die Gewalterfahrungen gemacht, teilweise im Elternhaus, teilweise in den Cliquen. Und diese Gewalt, diese grundsätzlich vorhandene Gewaltbereitschaft, die wird nicht dadurch ausgeschaltet, dass mit einem Mal die jungen Leute hinter Mauern sind. Hinter Mauern geht es in erster Linie um Dinge des täglichen Bedarfs. Tabak, Lebensmittel und auch Drogen. Die Gefangenen haben untereinander Pendelsysteme entwickelt. Sogar Handys werden schon mal so weitergegeben. Die verbotenen Plastikangeln werden aus Müllsäcken hergestellt. Während wir drehen, entdeckt ein Beamter, wie gerade türkischstämmige Gefangene versuchen, Leute ihres Clans unten auf A1 zu versorgen. Hey, was soll das da oben? Die Sachen bereithalten, die werden gleich. Hey, die Sachen bereithalten, die werden gleich abgeholt. Komm, wieder raus. Was da? Das Pendel wieder raus. Hey, Serkan. Eigentlich dürfen wir mit den Gefangenen der Sonderabteilung A1 nicht sprechen. Wir versuchen es trotzdem. Wie lange kann man das aushalten hier so isoliert? So in so einer Zelle? Ich bin jetzt schon seit 3,5 Monaten fast hier drin. Echt? Und Sie, wie lange sind Sie schon drin? Hier am Sonntag? Ja. Seit Januar. Seit Januar? Das ist auch schon lang. Ja, auf jeden Fall. Auch auf Sonder auf A1 ist ein Tageshöhepunkt der Hofgang. Nicht alle 25 Gefangenen dürfen gemeinsam in den kleinen Spezialhof von A1. Zu groß das Risiko, dass Konflikte sogar hier auf A1 weiter mit Gewalt ausgetragen werden. Auch Ralf A., der Foltermörder aus Siegburg, ist heute draußen. Auf A1 gilt er als eher unauffällig. Drinnen ist jetzt die Zeit für die Zelleninspektion. Wie im gesamten Gebäude wurde auch hier alles frisch renoviert. Fast alle Zellen in Herford verfügen über einen eigenen abgetrennten WC-Bereich, der nicht durch das Zellenguckloch einsehbar ist. Deshalb wird hier besonders gut kontrolliert. Nebenan inspiziert Markus Görz die Zelle 19. Bis vor 2 Stunden noch von Zeit bewohnt, einem libanesischen Drogendealer. Ja, und das war der Gefangene, der war zu schwierig für Sie, oder? Ja, zuständig in der Sicherheit. Ja. Was halt nicht möglich, auch im Rahmen der Gleichbehandlung aller Gefangener, halt zu sagen, dass er hier bleiben konnte, weil er sich halt nicht ans Regelwerk gehalten hat. Andere Gefangene halten sich ans Regelwerk und die fragen dann halt natürlich auch nach, warum kann der hier schreien? Er wollte halt irgendwo Tabak holen oder nach Tabak fragen und das ist auf dieser Abteilung halt nicht vorgesehen. Und dann fing er halt an, gegen Schränke zu schlagen, Türen zu treten, rumzuschreien. Nee, wer denn heute? Wer auffällig geworden ist wie Said, den schafft man zunächst in sogenannte Schlichtzellen. Besonders schlicht eingerichtete Spezialräume, ständig videoüberwacht. Said, der den A1-Bediensteten auch mit Mord gedroht haben soll, ist nur einer von mehreren Schlichtzelleninsassen des Tages. Als angenehm empfinden die Zeit da garantiert nicht, aber es ist halt schon so ein Stück weit, dann fangen sie halt nachzudenken, weil sie merken, es geht immer weiter bergab mit mir, beziehungsweise die kommen dann halt schon nach 2 bis 3 Tagen zur Besinnung
und fangen dann halt an, sich ein Stück weit an die Regeln zu halten. Wenn Said aus dem Libanon auch in der Schlichtzelle weiter randalieren sollte, wird man ihn hierher bringen, in den BGH, den besonders gesicherten Haftraum. In eine Zelle ohne Fenster, nur mit Kunstlicht ausgestattet, ohne Bett und Stuhl. Das ist ja halt der besonders gesicherte Haftraum. Hier kommen halt Gefangene hin, wo wir ganz sicher gehen müssen, dass sie sich im weiteren Verlauf nichts weiter antun. Wir werden hier komplett entkleidet und bekommen hier halt nur eine Matratze und hier geht eigentlich gar nichts mehr, das ist richtig, genau. Entkleidung. Luft kommt hier rein? Ja, hier wird das Ganze belüftet und es klimatisiert. Falls hier drin halt die körperliche Selbstzerstörung so weit weitergehen würde, dass die Gefangenen halt anfangen, mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen, dass sie wirklich völlig abdrehen, sind halt hier die Manschetten noch im Boden. Die sind halt dafür gedacht, dass wir den Gefangenen dann notfalls auch noch fixieren können. An Händen und Füßen sowie an Bauch mit Segofix-Gurten. Dann werden die Gefangenen noch fixiert. Und dann geht überhaupt nichts mehr. Vier Wochen später. Wir sind wiedergekommen, weil im D-Flügel ein Gefangener seine Einzelzelle in Brand gesetzt hatte. Ganz knapp nur soll er dem Tode entgangen sein, überlebte mit schwerer Rauchvergiftung. Doch drehen dürfen wir dort nicht. Stattdessen besuchen wir eine der zahlreichen Werkstätten der JVA. Die handwerkliche Ausbildung, die die Gefangenen hier bekommen, genießt einen exzellenten Ruf. Wer hier arbeiten kann, verfügt über mehr Geld als andere, kann günstigere Tauschgeschäfte machen. Neben Gemeinschaftszellen sind es vor allem die JVA-Werkstätten, die kaum ausreichend kontrolliert werden können. Hier zum Beispiel in der Schlosserei haben unlängst 10 Gefangene heimlich Schnaps in großen Mengen getrunken, den sie zuvor in Werkstattkanistern angesetzt hatten. Vor allem aber werden an Orten wie diesem die Außenseiter malträtiert. Der Arbeitsplatz von Marcel, 20 Jahre alt, verurteilt wegen Gewalttaten und Dealerei. Vor 4 Wochen verprügelte Marcel hier einen sogenannten Sittich. Einen Mitgefangenen, verurteilt wegen Sittlichkeitsvergehen. Keiner kann das ab, ne? Kann mir einer erzählen, was er will. Auch Beamte, die müssen zwar alle gleich behandeln, aber die denken sich auch ihren Teil. Auf jeden Fall. Ich meine, die haben ja auch Kinder, ne? Mhm. Ja, und wie setzen die sich zur Wehr oder sprechen die gar nicht über ihre Straftaten? Ja, hier zum Beispiel, er hat uns 7 Monate erzählt, dass er Körperverletzung gemacht hat. Ja, und dann nach 7 Monaten kam das raus, hat er uns hier alle angelogen, wir waren alle nett zu dem. Wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir gar nicht mit dem gesprochen. Und wie geht er jetzt mit dem um? Gar nicht, ignorieren. Ein gerade mal 2-tägiges Deeskalationstraining hat Marcel inzwischen machen müssen. Langfristige Antigewalttherapien gibt es nicht in der JVA. Nach der Tat landete auch Marcel in einer Schlichtzelle, wie Said. Wie ist das denn auf der Schlichtzelle? Scheiße, ne? Ganz romantisch. Ohne Scheiß. Hast du nix, ne? Also so wie man sich halt einen Knast vorstellt, ne? Bett und ein Waschbecken und eine Toilette. Wie viele Tage kann man das aushalten? Gute Frage. Ich glaube, das liegt an jedem selber, ne? Mhm. Das kann sie sich vorstellen, wie lange? Weiß nicht. 2 Tage haben mir auf jeden Fall gereicht. Wie fühlt man sich danach? Jedes Mal, wenn die Tür aufging, ich habe gesagt, ihr kriegt noch Post von meinem Anwalt. Nur Scheiß. Wieder auf A1, auf Sonder. Wir wollen uns nach der aktuellen Belegung erkundigen und nach Zeit, den wir nur vom Überwachungsmonitor kennen. Sprechen dürfen wir nicht mit ihm. Jemand hat uns erzählt, Said sei schon wieder in der Schlichtzelle untergebracht. Gibt schon wieder Neuzugänge oder Sie haben ja gar keinen Platz, ne? Wir haben ja zurzeit keinen Platz, nein. Neuzugänge gibt es hier nicht, zurzeit nicht. Einen Ihrer Kandidaten haben Sie in der Schlichtzelle. Wie geht's ihm da? Der ist nicht mehr in der Schlichtzelle, der ist heute Morgen im besonders gesicherten Haftraum nach einer Sicherheitsstörung sehr halt verlegt worden. Und da kann ich noch mal meinen Kollegen mehr darüber erzählen. Der war heute Morgen mit dabei. Was hat er gemacht? Heute Morgen beim Ausrücken in die Freistunde waren die anderen Gefangenen schon da. Dann kam der
Gefangene aus der Schlichtzelle noch dazu. Und es gab eine Auseinandersetzung mit einem anderen.